So, hallo und da sind wir wieder. Ich habe, wie gesagt, wie bei dem am Ende der letzten Folge es nochmal angedeutet, habe ich das jetzt mal mir aufgeschrieben gehabt. Wie gesagt, man muss jetzt hier vertikal das einfügen. Ja? Und horizontal hier oben das. Ich hoffe mal, dass ich richtig liege. Und das hier ist das Feld, was, wie gesagt, hier unten drauf steht. Das ist das Feld. Und ich hoffe mal, wie gesagt, dass das hier das plus das ist. Also das, was da stehen sollte. Und da bin ich jetzt oben, ist schon richtig. Das zweite ist auch richtig. Und wenn ich jetzt richtig liege, müsste jetzt hier auch noch ein U sein. Was aber doch da. Und hier ein M. Und ich habe richtig gelegen und wir haben hier wohl das erste Teil. Merkwürdiges Metallohr. Kalt und sehr schwer. Und schon geht's los. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das hat uns verfolgt. Ich konnte nicht abhauen. Ich habe versucht wegzurennen. Bin dadurch gestorben. Ah, die Niere haben wir. Das ist okay. Das Ohr. So, damit haben wir das erste Rätsel gelöst. Erlange deine Essenz wieder. Schluck, der Punkt ist abgegessen. Jetzt darf ich wieder nicht sterben. Und sterben. Mann, ey. Das muss ja auch wirklich sein, dass das Ding immer sich runterfährt, wenn... Ja. Das ist... Okay, ach so, ja. Ich habe ja geschlafen und ich kriege ja nicht mal 100% meiner Integrität zurück. Das ist das, was rot ist. Und ich denke mal, je öfter ich sterbe, umso roter wird es.
Ja, doch. Ich kann überall drüber springen. Erlange deine Essenz wieder. Ich weiß nicht mal wie. Oh. Aber irgendwas muss das hier auch noch drauf haben. Das hier. Das ist auch ein komisches, ein komischer Spruch, ein komischer Rätselspruch. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt ein Ohr haben, sind das Ohren, die da reinkommen. Oder? Also fehlt uns noch ein Ohr, um das da rein zu stoppen. Könnte aber auch eine Nase, ein Ringfinger und ein und Augen. Könnte auch 112 sein. Habe ich aber glaube ich schon probiert. Könnte aber auch 111 sein. Ich bin mir da noch unsicher. Also hier haben wir die Notiz gefunden. Die haben wir hier gefunden. Augen, Ringfinger, Nasen. Also Mehrzahl, nicht Nase, sondern Nasen. Augen. Aber Ringfinger ist Einzahl wie Mehrzahl. Das Problem ist, nach was müssen wir da suchen? Könnte auch so sein. Ah ne, Nasen war zuerst. Ringfinger. Könnte der sein? Ja, das Rätsel finde ich ein bisschen komisch. Weil ich damit überhaupt nicht anfangen kann.
Aber was immer noch mit dem Hund, mit dem Hundenamen ist, Unto. Keine Ahnung. Könnte es aber auch hier sein? Augen 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. 2, 4, also 2, 4, 6, 8. 8, 4, 8. Ne, auch nie, hat also auch nicht mit dem Bild zu tun. Weil es wäre der einzige Hinweis, den ich irgendwie habe, auf irgendeine Anzahl von Menschen. Großer Großvater. Eins, zwei, drei. So, vier, sechs. So, 4, 6, könnte der gar nicht dazu sein, also 6, 3, 6. Och nee. Hat also wirklich nichts mit dem Foto zu tun, also mit dem gemalten Bild. Foto. Aber hier ist auch überhaupt nichts. Ich hoffe auch mal, dass es nichts mit den Statuen zu tun hat. Das wäre ganz, ganz kurios. Aber wie gesagt, irgendwas hat es auch noch mit den Statuen auf sich, aber... Erschrocken ich bloß, was? Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Kleine Finger, Hand. Augen und Nase sind weg.
Also ein Rätsel, wie gesagt, was ich gelöst habe, aber gleich sofort danach drauf gegangen bin. Das ist tricky, ja. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an ein anderes Spiel. Aber läuft jetzt dieses gesichtslose Wesen jetzt hier permanent hier rum oder? Also die andere Frage ist, ich soll ja meine Seele, also einen Teil meiner Seele wiederholen. Das Problem ist, ja, wie? Wir haben jetzt, ich habe noch aktuell gerade 2 Rätsel gefunden. Das im Stein, wegen der Tür, wegen dem Code, dem vierstelligen. Und das oben mit der Hütte, mit dem Code, dem dreistelligen. Hab 0 Hinweise darauf. Ja. Was mache ich da bloß? Wird man hier so was? Wieder so ein Bewegungsmelder mit einer Batterie drin. Nö. Ja, und da kommen wir jetzt wieder hier hinten zur Höhle, die ich schon gefunden habe. Die kleine Minimalhöhle. Wo das Glöckchen drinne war.
Aber wie gesagt, mich macht das auch mit dem Feuerzeug ganz, ganz wuschig, dass ich da eine 5 drinne stehen habe. Und was mich auch ein bisschen wundert ist, es gibt wohl noch mehr Feuerzeuge. Und ich kann irgendwie das Aussehen ändern. Ja, schön. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß absolut nie, was ich suchen soll. Dann gehen wir erstmal zu dem anderen, zur anderen Höhle, wenn ich die wiederfinde. Weil die war doch, glaube ich, nicht hier, die war doch drüben beim Fisherman's Friends. Sehen, ob die Statue ein bisschen anders aussieht. So, wo war das Loch? Da war das Loch. Ich gucke auch gleich mal nach, ob der Typ immer noch da ist oder ob der sich wieder verzischt hat. Auch wieder beide Ringfinger da und das Gesicht ist wieder weg. Also die Statuen sind gleich. Vielleicht 600 oder 666. Oh. 606. So. Hier haben wir das Rätsel gelöst. Da ging die Klappe auf. Da kam eine Hand raus.
Wir sind die Richtung weggerannt. Und irgendwo hat es uns dann erwischt. Ja. Und da haben wir wieder. Jetzt haben wir nur mehr 82, also haben wir maximal 80. Also der Ort zehrt uns langsam auf. Ich stehe trotzdem völlig auf dem Schlauch. Wohin ich soll, was ich machen soll. Ja, ich weiß, ich werde jetzt nicht mehr müde. Aber das war ja auch die Spielbeschreibung. Dass das Spiel dir nicht hilft. Sondern dass man das selber herausfinden muss.